In der nächsten Zeile ist die Rede von dem Mond der vierfachen Weisheit. Ja. Ich habe das gegoogelt, im Japanischen auch was gefunden, ne? Aber also die vierfache Weisheit, ich glaube, das kommt ursprünglich von der älteren Schule des Buddhismus her, Tendai-Buddhismus oder so. Es ist, glaube ich, sind, glaube ich, nicht die vier Aspekte der Erleuchtung, die du eben genannt hattest, oder? Gibt es da Zusammenhänge? Habe ich gedacht, dass es möglich ist. Ich habe es auch mal gegoogelt, aber bin nicht so richtig zum Ergebnis gekommen. Ja. Das könnte man sich nochmal überlegen, aber ich finde es auch nicht so wichtig. Ja. Man muss sagen, es werden ja immer einem immer wieder so Dinge um die Ohren gehauen und manchmal liest man drüber weg Ja. und manchmal forscht man dem nach und ich finde, beides ist in Ordnung. Das ist so, ich glaube, man spürt, was hier gemeint ist. Genau. Aber ich meine, die Buddhisten und ich meine, in der Theologie, im Christentum ist das ja genauso. Ne? Manche von den Gelehrten, na, denen scheint das richtig Spaß zu machen, dass dann alles dann in Vierergruppen und Achtergruppen und 12, Ja, genau. 16, ne? Die 52 Stufen, bis man dann zu Bodhisattva wird und was weiß ich, die 108 Illusionen, alle schön in ihre Naja. Schublädchen verteilt, ne? Gut, wenn man Langeweile hat und wenn es einem Spaß macht, ne, dann okay, dann Ja, kann man sich dahinter damit steckt, glaube beschäftigen. ich, wir haben immer das Bedürfnis schon nach Transzendenz. Ne? Und Transzendenz ist, wenn man eine feste Wahrheit natürlich hat. Und wenn man sich zu sehr sozusagen an den Dharma in Wort und Schrift hält, dann ist man im Grunde wieder auf einer Ebene der Transzendenz. Ich habe übrigens auch, ich habe so ein bisschen, auch weil ich wusste, dass wir uns treffen, ein bisschen im Shobogenzo auch geblättert. Und er sagt ja auch an einer Stelle, ganz am Anfang, er sagt, wenn du glaubst über Rezitationen von Sutren und die Anrufung der Namen Buddhas, den Dharma zu verwirklichen, dann bist du nichts anderes als ein Frosch, der im Frühjahr im Reisfeld quakt. Ja, und das ist so was Ähnliches, ne? Dass man sozusagen sich an was festhält, was einfach einem mir was vorgibt und so. Und was wir eigentlich machen müssen, ist die Praxis und auch die heiligen Schriften, alles immer wieder als Upaya, als Hilfsmittel zu sehen. Ja, und im Grunde, du solltest an irgendeinem Punkt in deinem Leben an eine Stelle kommen, wo du den ganzen Kram nicht mehr brauchst. Was du eben gesagt hast, dieser Satz vom Dogen, wenn du glaubst, durch Rezitation des Namen Buddhas ins reine Land zu kommen, das ist so wie ein Frosch, der im Frühling in den Feldern quakt, ne? Ich finde diesen Satz interessant aus zwei Gründen. Zum einen, das ist ja auch genau der Vorwurf, der oft uns Soto-Leuten gemacht wird. Ne? Wenn ihr glaubt, durch einfaches Sitzen zum Buddha werden zu können, dann müssten die Frösche ja alle schon längst erleuchtet sein. Ne? Und dann, aber aus einem zweiten Grund finde ich es interessant, denn wenn man jetzt fragen würde, ja, und wie sollte unsere Rezitation denn wirklich aussehen? Oder was ist denn reines Sazen? Wirklich, ne? Ich will ja nicht so wie ein Frosch mein ganzes Leben lang rumquaken oder rumhocken. Wie sollte ich wirklich rezitieren? Wie sollte ich wirklich sitzen? Und ich glaube, die Antwort darauf ist paradoxerweise so wie ein Frosch, der quakt. Denn ein Frosch, der quakt, der quakt ja nicht in der Hoffnung, dass er später mal ins Buddha-Land kommt. Der quakt einfach nur. Das ist seine Natur. Das ist seine Buddha-Natur in dem Moment, ne? Quak, 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 quak. Das ist die Buddha-Natur vom Frosch, ne? Und wenn ein Frosch einfach sitzt, ohne die Idee, ich mache jetzt Sazen und das macht mich zum Buddha. Genau das ist es, ne? Und was da als Kritik vorgebracht wird, ne? Ihr quakt ja wie die Frösche, ihr sitzt ja rum wie die Frösche. Eigentlich ist das genau das, was uns fehlt, ne? Wir tun's nie so wie die Frösche, obwohl wir es eigentlich so tun sollten wie die Frösche, ne? Lustigerweise, als du anfängst zu sprechen, habe ich gedacht, man könnte sich vor der Erleuchtung der Frösche verbeugen. Genau.